Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Riegeln wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Soldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni, Huyana. 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses. Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter. Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet, natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet.
Abriegelung erfolgt. Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die... Die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Broke out. Haben wir einen Hinweis, was passiert ist, bevor der Kontakt abgebrochen ist? Sollten wir nicht jemanden schicken, der sie sucht? Rock war eindeutig. Keine Suche, bis das Aufklärungsteam hier ist. Der letzte Kontakt war vor fast einer Stunde. Der Commander lässt seine Leute nicht im Stich. Wenn er sagt, oben warten, hat er dafür gute Gründe. Ich greife über die Flanke an. Bringen wir es zu Ende. Du wirst hier sterben! Das kannst du doch besser! Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Das waren gute Männer. Das sind gute Männer. Sie sollten Deacons mit dem Aufklärungsteam schicken. Das ist doch scheiße. Wir werden belogen und haben deshalb vielleicht schon Leute verloren. Ich hasse diesen... Mann am Boden! Ich muss diese Sache auf den Grund gehen. Jonah, Commander Rook ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben.
Rourke war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Dr. Dominguez, möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuvakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Ha! Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Ich brauche passende Symbole. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chel ist links, Chuck-Chel ist rechts. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen.
Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den rosa Fisch siehst. Folge dann dem Herz der Schlange zu dem Trinity ist eine uralte Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung hell-oranger Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Der Kanopa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanopa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Das hier zeigt den Inka-Gott. Da ist ein Monogramm eingestickt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert. Es ist kaum zu entziffern. Hier ruht Raleigh Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht... Es ist zu jung, um Bernstein zu sein. Also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell... Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das... Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Ganz ruhig jetzt. Thank you.
kann nicht alles sein. Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen.
Ja. Jonah. Hey, Lara. Hier, Abby. Oh, hey, Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Das könnte nützlich sein. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus.
Yeah.